Sie holte sogar ihre Waffen aus den Ruinen des Bauernhauses. Ja, das ist sie. Wie muss man sich warm halten? Los, hoch damit! Leskowitsch, mein Freund! Wie schön! Willkommen zurück unter den Lebenden! Ja, willkommen zurück und so, Blesko. Ich würde Sie ja gern richtig doll drücken. Waren die am strengsten der... Ich habe im Fernsehen gesehen, was sie Ihnen angetan hat. Es war schrecklich. Es tut mir leid. Mal sehen, ob Grace was für mich hat. Wofür ich diesen neuen Körper nutzen kann. Ich bin so froh, dass Sie am Leben sind. Vielleicht würden Sie lieber einen Schweiger sein oder so. Liebt seine Wachsmalstifte. Unterwegs nach New Orleans? Ja. Was tun wir denn in New Orleans? Keine Ahnung. Irgendwas. Ich habe Grace zugehört, aber irgendwie spricht sie zu schnell. Captain, haben Sie... Danke, Captain Blazkowicz. Bleiben Sie auf der Plattform. Ich soll für Grace die Ladebucht beim Moonpool aufräumen. Seit dem Ausnahmeangriff herrscht da das reinste Chaos. Aber eigentlich sind wir durch Trümmer blockiert. Also komme ich da nicht mal rein. Kommen Sie mit und räumen Sie die Eingänge.
Sehr gut, Captain Blazkowicz. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich hier Ordnung reinbringe. Danke für Ihre Hilfe, Captain. Was läuft denn so, Bruder? Alles gut, Mann? Alles gut, Captain? Schön, dich zu sehen, Grace. Scheiße. Blazkowicz, Sie sind ein echt harter Brocken. Wissen Sie das? Was ist das? Species Müll aus Roswell. Er hat alles aus der Bodenkontrolle mitgenommen und hier hingeknallt. Hat das Zeug nie ausgepackt. Er war ein guter Mann. War abzusehen. Aber ich konnte nichts tun. Was hat er gesagt? Wann? Was waren seine letzten Worte? Sagen Sie es mir. Er sagte, das war ein außerirdischer Mann. Vollidiot. Reset. Oh, Junge, wie läuft's bei Ihnen? Hallo, Grace. Gehört es Ihnen? Was ist das? Wo haben Sie es her? Specie hatte es aus Roswell. Hat 47 bei der Absturzstelle gefunden. Sieht aus wie... Das kann nicht sein. Aber das... Oh! Oh Gott. Seth. Oh Gott, es ist... Entschuldigung. Tut mir leid. Grace. Gleich fängt es an, Grace. Ein Frontalangriff. Sie sollen die Maschinen heiß laufen lassen. Volle Kraft voraus, Schwester. Ja, Ma'am. Wird gemacht. Wir sind unterwegs zur New Orleans-Zone. Kommen Sie, Blazkowicz, setzen Sie sich. In der Zone gab es eine der letzten Widerstandsgruppen Amerikas, angeführt von einem Mann namens Horton. Nach dem Krieg baute das Regime Mauern um die Stadt. Und dann trieben sie alle unerwünschten Personen zusammen und brachten sie dorthin. Horton und seine Kameraden stecken da fest und harren unter den schlimmsten vorstellbaren Bedingungen aus. Aber... Seit den jüngsten Vorfällen hat das Regime den Druck erhöht.
Todesschwadronen stürmen die Städte und bringen die Leute um. Gott verdammt, sie töten alle in der Stadt, bis keiner mehr übrig ist. Wir müssen was tun. Dann los. Also ist Ihr neuer Körper denn bereit für die Schlacht? Bereiter als je zuvor. Ich fühle mich unaufhaltsam. Wie ein verdammter Güterzug. Sie sind ein scheiß Güterzug. Also bevor wir in New Orleans ankommen, müssen Sie noch einen Abstecher nach Manhattan machen. Lesen Sie die Einsatzbeschreibung. Aktivieren Sie die Kriegskarte und laden Sie die Infos für Manhattan. Verstanden. Oh, und Blaskovic, ein Gutes hat dieser ganze Mist gebracht. Ja, was denn? Ihre Hinrichtung ist überall in den Nachrichten. Das Regime glaubt, sie seien tot. Die werden sie nie kommen sehen. Blaskovic, die Strahlung da unten ist hoch. Blaskovic, finden Sie einen Weg in den Atombunker, bevor die Strahlung Sie, nun ja, umbringt.
Das Regime hat die gestohlenen Daten in der Kommandozentrale. Sie müssen irgendwie da rein.
Die New Orleans unterlagen die Grace Walter. Mein Stichwort. Hier in dem Stall aufgewachsen. Die Strahlung kommt doch rein. Achtung! Nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. Blazkowicz, ich kann dich aufsammeln. Steig irgendwo hoch und gib ein Signal. Nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter, legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Blazkowicz, ich seh dich. Bin gleich da. Wir sind ein gutes Team. Du und ich. Ach, Scheiße. Schauen Sie mal, ich habe hier ein paar frische Regime-Kampfroboter für Sie. Prima Gelegenheit für echt wichtige Wissenschaft und Forschung und so weiter. Hey! Hä? Oh, Shoshana, schau mal, wer hier ist. Therese Blazkowicz. Was haben Sie mit mir gemacht, Junge? Was haben Sie? Ich bin so in dieses Artefakt vertieft, auf das Sie mich aufmerksam gemacht haben. Vertieft und wütend. Die Dati-Shoot-Ingenieure nannten es den Gottesschlüssel. Ein Begriff, den nur ein totaler Vollidiot ohne nachzudenken akzeptieren würde. Erstmal ist es gar kein Schlüssel. Also ich sehe hier keinen Schlüssel. Aber viel wichtiger, ich kann den eigentlichen Zweck überhaupt nicht entschlüsseln. Das macht mich rasend. In Ordnung. Terminal zum Laufen gebracht. Schon gesehen. Du fährst das. Sitzt nur in der Zentrale und will Enigma loswerden. Was ist dein Enigma? Oh, William, ich würde gern mehr Zeit mit dir verbringen.
Orleans. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Die Berichte sind höchst beunruhigend. Das Regime bringt alle um. Grace! Still, Vollpfosten. Wenn Abby aufwacht, breche ich ihm das Genick. Hier sind die New Orleans-Unterlagen. Tut mir leid. Hat einfach ewig gedauert, bis sie einschlief. Okay, los geht's. Die Ministerin der öffentlichen Sicherheit, General Engel, will Amerikas Straßen von, Zitat, allen kriminellen und terroristischen Elementen befreien. Der Terroranschlag auf Roswell war ein Weckruf für das amerikanische Volk. Wir sind nicht so sicher, wie wir dachten. Später reden wir mit Hardy Linde höchstpersönlich über ihr neuestes Filmprojekt. Die teuerste Produktion der Kinogeschichte. Die Jagd auf und Gefangennahme von Terror Billy. Wir stellen der Regisseurin die wichtigste aller Fragen. Wer spielt Terror Billy? Kann ein Schauspieler das reine Böse eines der größten Massenmörder der Geschichte darstellen? Zentrale, 5 Minuten. Meine Brüder und Schwestern, seit geraumer Zeit höre ich jetzt von diesem Widerstandsführer namens... Horton. Tut mir leid, das Scheißteil muss noch kalibriert werden. Aha. Horton. Er und seine Leute haben sich in der New Orleans-Zone verschanzt. Aber der Mann hat wichtige Verbindungen zu den übrigen Resten des Widerstands, Blaskovich. Sie müssen da rein und ihn für unsere Sache gewinnen, okay? Egal. Das wird jedenfalls nicht einfach. Das Regime hat eine riesige Scheißmauer um ganz New Orleans errichtet. Mit schwer bewaffneten Wachturm. Und die Küste ist komplett vermint. Da kommt das U-Boot nicht durch. Aber wissen Sie was? Drauf geschissen. Denn wir haben was anderes. Tut mir leid. Brauchten Sie das Boot? Ja, Sie Scheißer. Anja. Wen soll ich abknallen, Grace? Sie und Fergus dringen in den östlichen Wachturm in Lake Bourne ein. Entschärfen Sie die Minen im Kanal zum Lake Poncher Train. Dann steuern wir dieses Boot in die Stadt und holen alle Überlebenden an Bord. New Orleans zählt auf uns, meine Brüder und Schwestern.